guten Morgen. Da man Fenster aufmacht, ist hier irgendwie überall Bauarbeit oder so, aber ich höre nichts. Das ist jetzt unser View am Tag. Cool. Wir gehen heute erstmal shoppen und so. Bin auch todesmüde. Vor Ort muss ich noch kurze Sachen kaufen. Da hatte ich mal kurze Sachen dabei. Ja, lass ein Abo da. Gute Miami and Cabia, boy. So, hier scheint Sonne, das heißt, muss mir erstmal meine Haare schneiden. Jetzt kann ich nicht rumlaufen, ich schaff's das. Wir können aber auch gerade seine Knieübung mit. Der Mann hat einfach keine kurze Hose dabei, hä? Es sind 27 Grad. Wo kann man denn welche kaufen? Mir wurde Aventura Mall empfohlen. Einmal von Mo, unserem Taxifahrer, und einmal von einer Bekanntschaft von mir. Oh, ja. Die Leute, die sich immer fragen, wie ich meine Haare schneide. Linie für Linie. Okay, fertig. Wie lange hat es gedauert? 10 Minuten. 10 Minuten? Boah. Also mit Innenkamera ist echt Krise. Zu Hause habe ich halt 2 Spiegel an den Seiten, das ist easy. Aber auf jeden Fall besser als davor. Ich brauche einen Rasierer für meinen Bart, Digga. Ich hasse es, diese so ein Stoppeln. Ich habe keinen Rasierer dabei. Jetzt werde ich als Friseur ausgenutzt. Nee, aber Maike, mein erster Kunde. Ich bin nächster Kunde. Hier ist die Warteliste. Afro-Shop, ey. Aber eine gute Morgen, ich wollte. Mann, ich wollte eigentlich vorher, nachher machen. Zu spät. Ja, so sieht es gerade aus. Sag mal, Nachher-Ergebnis. Super Job, muss ich sagen. Okay. Sag mal kurz eine Zeit. Keiner hat die Zeit gestoppt. 8 Minuten, dafür super. Und ich habe keine Aufsätze. Der nächste. Ich kann keinen clean Übergang machen. Ich glaube, du bist tatsächlich mein erster weißer Kunde. Ich weiß nicht, ob ich das schneiden kann. Also, ich schätze jetzt wegen der Haarstruktur und so. Afghanen, ganz einfache Haare. Da geht's für einfach. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mal gucken. Vorher, nachher. Ja, mir ist gut geworden. Ah, wie bitte, me? Ist gut, Bruder? Nee, schon okay. Bart kann ich leider nicht, aber hä? Den ersten, ja, war gut. Den ersten weiß ist nicht gut. Okay. So, wir sind das erste Mal draußen. Ist jetzt 13.30 Uhr so. Digga, wow, Sonne, Palmen. Hilfe! Sonne, Palmen, wie Kenner, was sagst du? It's wonderful! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach mal! Oh mein Gott! Weißt du, was die Stimme? Ja, Pulli ist schlau, ich Kenner. Ey, aber Outfit? Wow! Ich pack ab in der Hose, ne? Bord hat keine kurze Hose. Bodenlos. Sie ist Kenner, you got a bucket hat for LB, you know what I'm saying? Got a, you know, LB, back, you know, man, shoulder back. Ey, wir brauchen ganz schnell Roller. Und wo ist der Strand, die Kenner? Richtig. Digga, wie ist er? Oh, schön. Wow, oh my God. Also, wir brauchen entweder Fahrräder, Roller, irgendwas brauchen wir. Aber wir müssen mobil sein jetzt. Okay, uns wurde mehrfach die Aventura Mall empfohlen. Steppen wieder rein. Einmal von Mo, einmal von einer Freundin von mir, die hier auch wohnt. Jo. Aventura Mall. Ich bin sehr gespannt. Also es wurde wirklich von jedem empfohlen. Ich erwarte super Shops und gutes Klima. Super. Gutes Klima und wir haben auch noch nichts gegessen. Es ist jetzt. Es ist jetzt 11 Uhr oder so. Ne, 12 Uhr ist es. Der Mann sucht eine Short. Geil, so eine ähnliche. Kaufen. Rohrt hier, kaufen. Da sind wieder so viele Popos. Ich versuche die an Rohr zu bringen. Der braucht Latschen. Wirklich? Die dazu? Ich brauch's noch Latschen. Ja, Hose passt sehr gut. Ehrlich. Ja. Ist jetzt Größe L? XL. XL? Ja. Okay, nee, sieht besser aus als die anderen. Ja, ja. Sieht gut aus, Jungs. Ehrlich. Nein, neuestes Modell. Eigentlich musst du ohne Socken gehen. Schuhgröße passt auch, oder? Wenn links ist, passt doch das, Bruder. Ist angenehm? Das würde wirklich sein. Willst du mich verarschen? Ja, das sind die 90s. Am Ende musst du wissen. Nein. Verarsch nicht. Ich komme gerade vor, als ob ich ein Footlocker-Verkäufer sind. Ich nicht, Junge, was ist das? Okay, also willst du? Er dachte, wir meinen Ernst, ey. Ja, ich doch auch, Junge. Kauft euch niemals Sandalen, bitte. Bitte, niemals. Egal, was eure Mama sagt, auch wenn sie Klettverschluss haben, praktisch in der Schule sind, auf dem Sandplatz und so, keine Sandalen. Die Kenner finden Birkenstocks cool. Birkenstocks sind genauso wie Crocs am Kommen, ehrlich.
Crocs sind auch am Kommen. Ohne Fliegen. Crocs, Leute, kauft euch Crocs und Birkenstock, wenn ihr den Leuten einen Schritt voraus sein wollt. Guck mal, hier ist eine ganze Abteilung für Crocs, Digga. You know, we got them Crocs. Cool. Ja? Cool. Da, oh, cool. Rolled, lol. Check, you know what I'm saying? Ist Sommer, was denn? Roch hat eine Badehose. Junge, $900. I'm searching. $900 für eine Badehose, wisst ihr was? Was? Wo das Essen ist? Unten. 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 Sag ich nicht. Unten. Und Marlon wird es sehen. Sag nochmal. Jetzt mit normaler Aussprache. Unten. Das Essen ist unten. Ich hab's auch unten. Man hat's auch Video gesehen. Das heißt Peter, wenn ich unten sag. Nein. Junge, Peter, was geht das Peter? Das Essen wirklich? Ist unten. Jetzt wieder nicht. Was geht ab, Peter? Unten, sagst du immer. Peter. So, so machst du Essen. Wir haben Hunger. Es ist 2.20 Uhr. Wir haben jetzt so einen Store entdeckt, wo es Schuhe und Reset gibt. Es gibt Off-White Jordans, Fira. Cool. Mit Dunks, mit Jordan. So, wir gehen zum ersten Mal Cheesecake Factory testen. Ist berühmt. Von wo kennt man das? Von Drake. Tolles Secret, einfach reingehen und Mädchen angucken. Hä? In der Cheesecake Factory gibt es nur Cheesecakes. Du das? Hä? Also in der Cheesecake Factory gibt es einfach nur Cheesecakes. Ich hasse Kuchen. Ich dachte, da gibt es Frühstück, so was Cooles. Ich bin voll enttäuscht. Wir haben jetzt nicht gegessen, weil es halt Dessert ist mäßig. Wir suchen erstmal was Richtiges zu essen und dann probieren wir Cheesecake. Wir testen Five Guys in Amerika. In Berlin bodenlos, Leute. Bodenlos. Wir testen es mal hier. Mal schauen. Ich hoffe, die haben einen scharfen Burger. Irgendwas mit Jalapenos. Sandwiches. Bacon Cheeseburger. Kein Chili Cheeseburger. Maus. Ich nehme einen Bacon Cheeseburger. $11.89, weiß nicht. Aber mit Jalapenos, mit Green Pepper, mit Barbecue Sauce und mit Hot Sauce. Und ein Oreo Michel. Cool, bin gespannt. Gibt es so coole Getränke? So cool. Und das war damals so. Gibt es die auch noch? Guck mal, Fanta, Cherry, Orange, Erdbeere, Grapefruit, Pfirsich, Fanta Pfirsich. Wir haben einfach alles, wir haben auch alles. Orange, Vanille, Himbeere, Limone, so was Wildes, Fanta, Bam, Peach. Ich glaube, Pfirsich ist es schon. Und noch ein bisschen Erdbeere rein. Boah, der Milch schmeckt krass. Der schmeckt echt gut, aber sehr süß. Meine Fanta Erdbeer, Pfirsich, so super. Boah, ja, aber warum misse ich das so eklig? Mein Shake kriegt schon mal eine 9 von 10. Das ist der beste Oreo-Shake, den ich hier gegessen habe. Mein gegessen? Burger sieht mächtig aus. Wirklich? Ich sag doch, die Pommes ist mächtig. Das sieht mächtig aus. Aber ja, wir haben zwei Pommes bestellt. Ja, ohne Sinn, wir haben zwei Pommes bestellt. Das sind Paprika. Sag mal, Green Pepper. Ach so, stimmt, es gibt Paprika gar nicht im Ding. Auf Englisch. Das sagt man gar nicht. Mann, jetzt habe ich Paprika in meinem Burger. Tomatoes. Ich dachte, es wäre noch was Scharfes. Large Fry. Geh mal rein. Gut. Brauchen wir zwei Patties. Also Paprika und Jalapenos. Paprika Fried. Keine Paprika bestellt auf dem Burger. Zwei Patties. Super. Schmeckt gut. Dann fangen wir an. Service habt ihr ja schon gesehen. Ja. War 3,5. Aufbereitung war okay. Also war alles zusammengelegt. Also so wie wir den Burger ja eigentlich auch haben. Ja. Deswegen würde ich da eine 4 von 5 geben. Ja. Der Burger ist nicht auseinandergefallen. 8 bis 10. Würde ich davon 8 Punkte geben. 8 von 10. Burger ist nicht auseinandergefallen, was auch sehr wichtig ist. Ja. Geschmack fand ich tatsächlich besser als bei Shake Shack. Hab ich ja in New York gesehen. Deutschland, also es ist kein Vergleich zu Deutschland. Wir haben in Stuttgart auch einen Five Guys. Ja, ja. Deutschland und, ist echt. Ja. Und deswegen würde ich insgesamt 8 von 10 Punkten wiedergeben. 8 von 10? 8 von 10. Wir gehen jetzt in so eine Arcade. Ja. Spieleland. Oh, yes, baby. Ich kenne da, zeig mir deinen scheiß Jumpshot, Junge. Aber ganz zackig. Zeig mal. Wie lang? Was ein langsamer Release. Ja, lass jetzt mal die beiden nach. Kannst du werfen? Sonst mach ich gegen die Kenner. Die haben ja auch VR und sowas. Motorradkacke, Airhockey. Okay, film jetzt jeden einmal. Er macht Highscore. Verlierer kriegt das hier. Sport, Verlierer kriegt hier auf die Ellbogen, weißt du selber. Das hier kriegt jeder. Bodenloser Jumpshot.
bodenlose Wurfung. Ich bin enttäuscht von euch beiden, wenn ihr es nicht schafft. Weiter. Zufrieden? Nein! You can't ball, boy, boy! Jetzt kommt meine. Kalina, wie das hier, ne? Hä? Ging schon los? Ja! Junge! Ja! Hä? Das wusste ich nicht. Miese Wichser! Jalla! Okay, mach! Er ist der Beste! Brick nach Brick. Oh, oh, ey, out of game. Man muss nur einmal in Flow kommen. Automatic. Jetzt wollen wir weiter. Mein Ball fällt raus. Er versteht den Ball. Er hält so. Er ist rausgeflogen. Ich hab 37. Wir haben sogar ein Spiel gewonnen. Ich werde zu 100% verlieren. Nee. Boah, mach! Boah! Boah! Langsam muss er sich ranhalten. Oh! Bitte unter Rohr. Ja! Weg! Nein! Wir müssen den Ball befreien. 54, zufrieden? Ist entspannt. Ja, komm noch runter. Nein, ich drück einmal, Also der FND. Ich glaube, wenn man eine gewisse Punkte hat, dann geht's weiter. Das ist echt gut. Ab 50 oder so. Ich film einfach nur die paar letzten Sekunden oder so rein. Ein paar gute Phasen, keine Ahnung. Muss dort zu machen. Guck mal zu. 128 oder so. 37. Junge, bei mir hat sich das Ding noch bewegt, die sagen Warm-up-Runde. Ich dachte, normale Runde. Ich dachte, normale Runde bei der am... Maike muss 37 knacken. Maike hat einen guten Wurf. What?
Und schade Rohrt. Bei ihm geht es auch weiter, glaube ich. Ich glaube, bei dir kommt Stage 2. Ich glaube, ab 50. Du hast 52. Loser. Manchmal ist 3, manchmal 2. Ich will nochmal. Aber danach können die auch machen. Bitte mach mehr als die Kenner. Zehn weniger als die Kenner. Gib mir deine Hand lieber. Gib mir das lieber. Rohrt weiß noch nicht, ob es weh tut. Werden wir mal sehen. Aber dir. Mach nicht, dass du damit hier aufhörst. Hä? Junge, tut nicht, wie gut das ist. Das hat bei mir gestern auch nur auf oben links, auf die 10.000er gehen wir. Jenna. Weiß nicht. Einer null. Ja, Leute, Bowling. War anders. Aha. Ich habe auch mit Surf gemacht. Ich muss auf mein Bein gucken. Warum übernimmt er keinen Spin, der Automat? Ah!
jetzt den Strand. Ich brauche einen Ball. Ich brauche einen Ball, aber erst rein. 568 haben wir. Tina, ich bin ein Ninja Turtle. Hä, wie wenig haben wir, Junge? Ohne Sinn. Wir können nicht mal ein Schlangenei kaufen, Junge. Wie soll man denn die spielen? Das ist so cool. Ohne Sinn. Ohne Sinn, ne? Wir haben abgesahnt. Ohne Spaß, Flummis sind underrated. So cool, Flummis. Kenner, was machst du denn mit dem Flummi? Guck mal, also, gib mal kurz den Ball. Ziel ist es, den Ball darauf zu werfen. Scheiße. Ja. Ziel ist es, den Ball darauf zu werfen und wieder zu fangen. So, ganz einfach. Die Kenner? Ich mach das Gleiche. mein Was machst du denn immer, Junge? Da hinten irgendwo. Hol jetzt schnell. Vielleicht bewegt er sich noch. Mein Gott. Wir sind wieder im Hotel kurz. Kurz Sachen abgelegt. Wir fahren jetzt runter nach South Beach. So, wir sind jetzt, also hier ist Ocean Drive, so die Straße am Strand. Dahinter ist das Meer. Und hier geht anscheinend was ab. So, wir sind jetzt am Ocean Drive. Hier ist so viel los. Hier ist so Bar an Bar hintereinander. Schauen Sie mal oben, so, was hier so gibt, wie es hier aussieht. Ich rieche schon wieder was, Mann. Was riechst du denn schon wieder, Junge? Ich weiß nicht. Du kam eigentlich her mit UNO-Karten und so, weil wir am Strand ein bisschen zocken wollten. Ich kann dann mit Handtuch. Guckt euch mal an, wie es hier aussieht. Oh, Leute, es ist 18 Uhr oder so. Es ist 18 Uhr, es ist stark dunkel. Keiner gehst ins Wasser. Kannst du gut schwimmen? Ich wollte zeigen, dass ich schwimmen kann, aber geht im Meer. Ich wollte. Also im Meer schwimmst du dann morgen? Ja. Bist du das Wahnsinn? Da, wo du nicht mehr stehen kannst, schwimmst du. Ja. Weil ich's kann. Die Lichter sehen so cool aus. Alles so bunt. Donnerstagabend, hier ist die Hölle los. Gleich kommt Gunner-Album. So, wir suchen jetzt irgendeine Bar, wo wir reingehen. Und dann lassen wir es ein bisschen laufen. Morgen Nicky Beach, cool. Wir haben ihn aus Stuttgart und er kennt einfach Ikenna nicht. Geht Kennst das? Du keine Tomatensauce? Nicht Top 5? Wo, könnt er, wo drin könnte er die Top 5 sein? Heute nicht. Was glaubst du, worin bin ich in der Top 5? In Stuttgart. Kann ich ein Foto machen? Ja, klar. Danke, danke, danke. Oh mein Gott. Was glaubst du denn jetzt Top 5? Mode. Modedesign. Modedesign? Also Style. Sieht man noch gleich. Sieht man noch gleich. Ich kenne er, Junge. Ehrlich. Er weiß. Er weiß. Wer weiß, der weiß. Und du weißt. Irgendwie sieht Robert aus wie 15 gerade. Nee, jetzt nicht mehr auf Kamera. Denn echt schon. So. Die Tische sind so niedrig. Sieht so klein aus. Leute, guckt euch mal die Karte an, Digga. Gibt's hier Wasser oder so? Was ist das für eine harte Karte? Es gibt nicht mal normale Shisha. Ja. Er sieht so aus, als würde er die Welt nur erkunden. Wie ist das? Wie ist das? Also bam, boom, bam, boom, pow. So sieht der aus, wie heißt der? Super Hot Fire. Ja, so sieht der aus, Super Hot Fire. Wer ist das? Bam, boom, bam, boom, pow. Yeah. Ich denke, ich müsste eine Brille immer tragen, oh Gott. Guck mal, vor mit der Brille. Wingardium Leviosa. Armal Ba... Was? Schau aus wie Harry Potter, Junge, was willst du da machen? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ich hab vorhin so Arabisch geredet, was war das? Ja, Junge. Alle Rabrak. Susse! Was passiert hier? Wie schockiert. Warum kommen mir keine Mädchen zu mir? Bei mir kommen immer nur 14-Jährige. Ey, so cool! Oh mein Gott, ich bin auch unfair! Trotz Krabbe ist unfair! Und da hinten ist er! Der Monopol. Nein, der Monopol-Kapitalist mit roten Haaren ernst frisst! Boah, total, wenn wir hier irgendwo sehen! Oh, wir müssen hier! Oh, das ist der! Ich hab seine Story gesehen! Sehen, so cool. Wollt ihr euch nicht connecten irgendwie? Connecten? Nicht? Die Kollege war auch noch da, der ja. Hat so ein nervöser Mann. Ich will Milch! Was ist hier los, ey? Was geht hier ab, Mann? Wer ist das? Lindsay Lohan. Sternhimmel einfach, Ober. Kennst du Monte? Nicht? Hm? Ich und Soße gehen jetzt noch zu Dings. Foodspot. Was ist? Du hast mich in die Fresse geflogen. Holen wir und Wasser. Ja, Wasser. Und mal sehen. Das ist unsere View. Das ist unser Hotel. Ching, Chang, Chang, Verlierer trägt. Das Ding. Das war viel zu viel, aber okay. Ching, Chang, Chang.
Ching, Chang, Chong. Nein. Nein, wie viele? Ich schaff das nicht, Robert. Ja, mach ich. Nein, ich mach das. Einfach Husten faken, Leute. Einfach Husten faken bei sowas. Schnauze jetzt da drüben. Wirklich noch. Und hier die Kakerlaken. Wie es Männer so machen. Und morgen, du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich willst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kasein auf und was bist du drehen. Mit dem Regen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Yeah.